Ich begrüße heute hier bei uns den Autor Michael Maniura, der seinen Roman Die Versuchung veröffentlicht hat. Das ist sein drittes Buch, das er mit der Europa Verlagsgruppe veröffentlicht hat, und ich freue mich, ihn nochmal hier begrüßen zu dürfen. Michael Maniura ist ein Softwareentwickler im Ruhestand. Eine große Passion hat er für Literatur, Geografie, Geschichte, Religion und Philosophie, wie man seinen Werken entnehmen kann. Stofflich sieht sich der Autor in der Linie der technischen Belletristik, wie sie Jules Verne einst begründete und von modernen Autoren wie Michael Crichton und dem Duo Preston Child. Ja, lieber Herr Maniura, bitte erzählen Sie uns doch ein bisschen mehr über den Inhalt Ihres Romans. Es ist ein Kriminalroman, und zwar kein klassischer Kriminalroman im Sinne eines Detektivromans, also Tatort, Leiche, wer ist der Täter, sondern der Leser erlebt oder die Leserin erleben diesen Mord selber mit. Also sie wissen von vornherein, wer der Täter ist, und die Spannung bezieht sich daraus, wie bekomme ich es hin, ihn zu überführen. Und aus diesem Grund habe ich zwei Teile gemacht in dem Buch, was eher ungewöhnlich ist. Und der Verlag hat es auch dann als Perspektivspiel so bezeichnet, denn die wird aus zwei verschiedenen Sichten geschildert. Einmal eben der Mord selber, zum anderen dessen, der ist dann der Ermittler, der dann dahinter kommt, wie das passieren konnte und warum er ihn nicht hat überführen können, zunächst einmal. Ne? Okay. Die Idee kommt eigentlich, ich habe ja schon zwei andere Romane geschrieben, die zogen so ein bisschen aus meiner Vergangenheit, aus meinem Leben, aus meiner Lebenserfahrung ihren Inhalt. Dieser hier ist im Grunde genommen ein Kind der Covid-19, der Corona-Krise. Weil die Idee mit den Impfungen und die DNA-Veränderung, auch wenn es heißt, die mRNA-Impfstoffe würden die DNA nicht direkt verändern, sondern nur den Botenstoff, was letztendlich aber darauf hinausläuft, kam ich halt auf die Idee, wie ist es kriminalistisch, wenn man ja heute sehr, sehr stark auf DNA-Analysen geht und nach dem Motto, wenn es die DNA übereinstimmt am gefundenen Tatort mit dem Täter, ist er überführt, wenn sie nicht, ist er unschuldig. Und ich frage, wenn ein Impfstoff eine DNA verändert, ob dann diese Logik überhaupt noch zieht oder ob man dann auf ganz anderen Wegen versuchen muss, einen Täter zu überführen. Okay, sehr interessant. Worin sehen Sie den Unterschied zu den zwei vorherigen Romanen? Sie haben schon ein bisschen angesprochen, aber letztendlich der Fokus liegt bei diesem Roman in der heutigen Zeit, richtig? Ja, richtig. Also ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich jemals ein Krimi schreibe. Ich bin auch kein großer Krimi-Leser, aber das bot sich jetzt einfach an, diese Geschichte so in dieser Form zu machen. Es ist auch, wie gesagt, kein klassischer Krimi. Man nennt sowas eigentlich Thriller. Das heißt, der Täter ist ja vorher bekannt. Nur bei mir gibt es keine explodierenden Autos und keine ratternden Maschinengewehre, sondern es geht alles eher auf intellektueller Ebene. Mhm. Ich hoffe, es klingt jetzt nicht zu langweilig, aber ich glaube schon, die Spannung ist natürlich schon da. Wie bekomme ich es fertig, nachdem einmal der zündende Funke da war, was überhaupt die Ursache ist, dass der Täter nicht überführt werden kann, wegen der nicht übereinstimmenden DNA-Analyse, wie man das hinkriegt, dass man es dann doch noch machen kann. Und das ist eigentlich der entscheidende Unterschied. Und das ist eine Idee, die kommt wirklich erst, ist erst wirklich während der ganzen Corona-Zeit gekommen. Die hätte ich vor zwei Jahren noch nicht gehabt. Okay. Wer sind die Protagonisten im Buch und wo spielt der Roman, beziehungsweise wo ist der Handlungsort? Der Handlungsort ist eigentlich generell das heutige Berlin, wobei natürlich, dass der Inhalt, die Entwicklung des Krebsimpfstoffes auch auf so einer mRNA-Basis natürlich dort ein bisschen Science-Fiction ist, weil es gibt diesen Stoff natürlich noch nicht. Aber generell ist das ganze Umfeld, liest sich so, wie man heute eigentlich in Berlin lebt. Protagonisten sind zwei Humangenetiker, die konkurrenzieren, zu Beginn auch Freunde sind, aber der eine ist halt erfolgreicher und kommt dem Ziel immer näher, und der andere hat merkt, dass er in der Sackgasse ist. Und daher kommt auch der Begriff und der Titel Die Versuchung, diesen anderen zu beseitigen und dessen Kenntnisse sich anzueignen, ist natürlich groß und wird auch so dann entsprechend dargestellt. Die andere Seite, im zweiten Teil, ist dann ein Ermittler, der gar kein Kommissar ist, sondern eigentlich der Gerichtsmediziner, der eben diese ganzen Analysen macht und plötzlich merkt, dass dieser Kollege, der bewundert hat, vorher gar kein Kollege ist und kein trauernder Freund, sondern Täter in Frage kommt. Und dann kommt noch eine Kommissarin hinzu, die ihm hilft, und da entwickelt sich eine ganz andere Beziehung aus zwei völlig unterschiedlichen Kompetenzen heraus, die aber auch sehr gut zusammenpassen
und die es dann zusammen auch schaffen, diesen Täter zu überführen. Das hört sich interessant an. Michael Manjura schafft mit diesem Perspektivenspiel das brillante Beispiel eines modernen Kriminalromans. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Die Versuchung von Michael Manjura ist in Zusammenarbeit mit der Europa Verlagsgruppe nun veröffentlicht worden und ist im Paperback-Format und im E-Book-Format erhältlich. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen alles Gute.